Willkommen bei einer neuen Folge von Challenge der Resonance. Oh mein Gott, sie sind verdammt! Ja. So, wir sind hier auf dem Weg zum Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt. Ihr wisst alle, wer verloren hat. Ja, Nico hat verloren. Erst nochmal sagen, was überhaupt jetzt die Bestrafung ist. Ihr habt abgestimmt mit 26 Stimmen für auf den Paradeplatz 27. stellen. Nein, 7 drin. Was? 27 auch noch? Oh. Also mitten in die Stadt stellen und schreien, ich bin eine Jungfrau. Wer will das beenden? Wir haben das ein bisschen verschärft. Wir haben hier noch so ein paar Schilder gebaut, die sich der Nico umhängt. Wichser. Das habe ich schön gemacht, ja. Bitte. Das sieht man Bekane 1. Ja, auf jeden Fall, Nico wird sich das umziehen und 7,5 Minuten in der Stadtmitte stehen, wenn alle Leute rumlaufen. Und hoffentlich wird er von einem Pervers angesprochen. Und du tust mir schon mal jetzt leid, du arme Sau. Tut mir auch leid. So, wir sind jetzt hier in der Stadt und hier ist das Opfer. Hier ist der Thomas. Hier bin ich. Wir freuen uns schon. Und jetzt hier mal das Opfer befragen. Wie fühlst du dich? Dumme Frage, scheiße. Ja. Das macht's umso besser. Nicht lustig. Doch, ist lustig. Sehr traurig. Lustig. Ja, also gleich geht's los, wir sind gleich da. Und dann werden wir mal sehen, von wie vielen alten Omas er angesprochen wird. Auf dem Wasser. Ja, Leute, jetzt ist es soweit. Oh, ja, das ist noch dunkler. Na, was? Wird, oder was? Jetzt mach, komm, Nico. Viel dunkler wird's ähnlich. Jetzt ist es soweit, Leute. Nico exposed in Mannheim. He's searching for love. Gay love. Also Leute, es geht los. Bitte mal umdrehen für die Kamera. Scheiße. Schon peinlich. Aber extrem. Ey, das ist scheiße. Was? Ich kann ja gar nicht filmen. Geil, die wissen ja, was draufsteht. Film mal du. Warum? Ich hab so eine unruhige Hand. Machst du doch gut. Nicht gut. Ja, einfach übelst Gas gibt. Ist ja voll scheiße, wir müssen aufholen. Ja, Mann. Der macht das viel zu schnell. Der will schnell rumhaben. Nix, ich hab gesagt, er soll langsam machen. Ist das irgendwie so halten, dass man es nicht sieht? Wieso? Dann besser für Nico. Ja, nee, besser für mich. Wieso für dich? Das ist doch scheiße, wenn die Leute das sehen. Dann achten sie vielleicht noch mehr auf ihn. Wow, bitch. Ja, wir sollten nicht so viel lachen. Ja, gell. Ja, was ist das? Hä? Das konnte sich schon denken. Die Leute gucken schon. Ein interessantes Angebot. Das ist göttlich, Mann. Das ist ja lame, da passiert ja gar nichts. Scheiß drauf, musst du ja laufen. Wir kennen dich nicht. Wer bist du? Zurückwärts ist, also ein bisschen vorwärts mal wieder. Macht ja keinen Sinn. Genau, machen wir ein bisschen langsam. Oh, jetzt bleibt er da stehen und er will das abhängen. So, wow. Mach hin. Ach, ja. Ja, er ist manns genug, es einzusehen. Ja. Dann können wir langsam machen. So, Nico. Hat er eigentlich ganz sein Gesicht verdeckt oder so? Nein, hat er nicht. Das sieht man ja gar nicht. Ja, nicht nur wir finden es lustig, jeder findet es lustig. Das macht er aber schnell. Immer langsamer. Hey, was? Ah. Nee.
Nicolas Köhn. Wie lange läuft das eigentlich schon? 3 Minuten gerade mal. Ja, also ich habe gerade beschlossen, wir lassen den Nico 10 Minuten laufen, weil es so lustig ist. Sollst du vielleicht wegzoomen, ja. So, 10 Minuten, alles klar? Ja. Auf Haltestelle. Ach Gott. Weiter. Warte, lass mal langsamer noch. Wir wollen ja nicht auf. Ah, Fisch. Da muss hin. Ja, gut. Was? Marktplatz. Was, Marktplatz? Nix. Das sind erst mal 4 Minuten. Jetzt fertig hier. Es gibt eine extremere Runde jetzt. Nächste Woche. 2 Stunden. Oh. Nackt. Was sagst du dazu? Fuck you. Und hat's Spaß gemacht? Nein. Das war gut. So, jetzt. Na gut. Es nimmt immer noch auf, du Horn. Ja, ich weiß. Ach so. War's ab. Gut, er hat es geschafft. Ja, und wie fühlst du dich jetzt? Das fühlt mich wieder gut. Ja, Nico hat es geschafft. Er ist wirklich in der Stadt rumgelaufen wie ein Gaylord mit den Schildern. Es gab viel zu lachen, die Leute hatten auch viel zu lachen. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel zu lachen. Challenge der Bachelors. Oh mein Gott, sie sind so dumm! Hat jemand ein Handy? Ja. Ja, hat jemand Google? Ja. Ja, hat jemand Google Maps? Ja. Ja, Alter, dann schaut doch nach, ihr Idioten. Not.